Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Lego Star Wars die Skywalker Saga. In der letzten Folge haben wir unser freies Spiel freigeschaltet. Und wir befinden uns immer noch im freien Spiel. Ich wollte heute nach Tatooine gehen, aber bevor wir es machen, machen wir noch einige Sachen hier. Und zwar hier sieht irgendwie was voll verdächtig aus, ne? Da habe ich jetzt so gerade erst was gefunden. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie was machen kann oder so. Aber hey, guck mal hier. Bist du auch. Ich habe gesehen, dass die so aussehen, deswegen habe ich mir gedacht, ich versuche das mal und es hat sogar geklappt. Ich habe gedacht, ich muss hier irgendwas nehmen und zwar okay, aber er kann auch schon Granaten werfen. Aber ich muss mit dem linken Analogstick. Oh ja, wir tun natürlich noch ein bisschen freies Spiel machen, das hat nicht geklappt. Wir tun noch ein bisschen freies Spiel machen. Ich glaube, wir können sowieso dadurch, ne? Ich nehme einfach mal, wir können dadurch, ne? Ja, wir können noch ein bisschen. Wir wollen heute nach Feed gehen, aber Feed nach Tatooine. Aber ich habe noch ein paar Sachen hier gefunden, die vielleicht wichtig sind zu erwähnen, ne? So, erst einmal habe ich das hier noch gerade spontan gefunden, ne? Ich nehme an, wir können jetzt da reingehen, ne? So. Na, den haben wir erledigt. Guck mal, einfach mal kaputt. Warum nicht, ne? Ja, das haben wir erledigt. Cool. So, das ist aber nicht der Stein, den ich euch zeigen wollte. Ich habe zwar nämlich noch ein paar andere Sachen hier gesehen. Und zwar gehen wir erstmal. Ich werde wahrscheinlich irgendwie die Sprintfähigkeit hier irgendwann lernen, damit wir einfach uns schneller bewegen können, ne? So. Wir gehen erstmal hier weiter, weil da habe ich noch einen Stein entdeckt, den ich erreichen konnte. Und ach ja, mit der Statue hat sich, glaube ich, auch erledigt, weil ich da auch was. Boah. Dann nehme ich halt die Treppe. Weil ich habe Folgendes gefunden habe, und zwar ich habe gemerkt, bei einer Statue fehlt ja die Waffe, die ich mal wieder zusammensetzen kann, ne? Aber bei der anderen Statue fehlt der Kopf, ne? Da fehlt der Kopf, ne? Und hier, ne? Hier, das ist der Kopf. Ich dachte ehrlich gesagt, da wäre irgendwie was vollkommen anderes, was damit zu tun hat, ne? Aber ne, das ist genau das, was da reinkommt, ne? Das ist der gleiche Kopf, ne? Ich kann ja noch mal hier, die Köpfe, die sehen genauso aus, ne? Also ja, das kann ich auch noch nicht machen, ne? Haben wir das erledigt, ne? Gibt natürlich noch eine Menge Leute, mit denen ich hier reden kann, aber dann habe ich hier noch was gefunden. Und zwar, mit dem haben wir noch nicht geredet, sehe ich gerade. Hast du mal gesehen, wie Leute ihren Wurfhaken aus der Luft verschießen und zu ihrem Ziel fliegen? Ich habe das erfunden. So habe ich mal den Kesselflug in weniger als 12 Parsec geschafft. Okay. Wenn du halt sagst. So, und zwar hier. Auf der Karte war nämlich noch ein Stein hier. Oh, nicht der Experte für das. Der hier oben irgendwo war. War das hier? Ich glaube ja, ne? So, jetzt muss ich hier lang. Den habe ich auf Screen entdeckt und den will ich hier noch einsammeln, bevor ich dann wieder vergesse, ne? Jetzt gehen wir hier rein oder hier hoch und sammeln das noch ein. Dann haben wir schon wieder zwei Steine hier für den Preis umsonst gefunden. Boom. Jaja, behalten diesen Hiesen, glänzen wunderbar. So, und dann haben wir immer noch nicht 50%. Aber was soll's, ne? So, und das sind alle Sachen, die ich bisher gefunden habe. Hier sind offensichtlich noch Sachen, die ich nicht kaputt machen kann. Deswegen müssen wir so oder so noch mal reden, ne? Also sparen wir uns alle das bei unserem nächsten Besuch auf, ne? Ich werde jetzt nicht hier 5 Parts hier in Feed mich umsehen, ne? So, und dann hat der Vegas hatte einen Vorschlag gemacht, wie man dieses eine Rätsel lösen kann, ne? Und das schaue ich mir jetzt auch mal an. Und zwar
Dem Vegas ist nämlich irgendwie was da aufgefallen, also irgendwie Fische sein, die irgendwie, ich rede jetzt hier von dieser einen Tür, die man irgendwie hier, diese einen Kuppel, die man hier öffnen kann, indem man hier so vier verschiedene Schalter ein- und ausmachen muss oder eine Reihenfolge angeben muss. Und der Vegas meinte, ich soll vielleicht mal irgendwie auf die Anzahl der Fische achten. Ich weiß jetzt nicht genau, was er damit meinte, weil ich habe nur einmal kurz den die Stelle angeklickt, um zu gucken, was er damit gemeint hat. Und ich wollte mir halt mal hier angucken. Also erstmal muss ich das erstmal wieder finden. Da, da ist das, ne? Okay, ich wollte mich eigentlich ranziehen. Danke. War das hier? Ja, ne? Ne, hier war das nicht. Aber hier sind Fische. Aber das meinst du nicht, ne? Wo ist das mit dem Schalter? Wo ist das? Da war nicht in der Mitte das Ding. Ist auch noch ein Stein, sehe ich gerade. Warte mal. Aber die brauche ich einen Kopf. Ich kann durch die Wand mit dir reden, alles klar. Aber letztendlich muss ich ja zu jedem Ort sowieso irgendwann später noch mal zurückkommen, weil ich halt noch nicht die Charaktere habe, um mir alles zu holen. Das heißt, ich muss so oder so ja an einigen Orten irgendwann noch mal zurück. Das setzen wir halt jetzt nicht machen, ne? So, was hiermit auf sich hat, weiß ich auch nicht, aber wie gesagt, wird alles vertagt, ne? So. Das habe ich schon erledigt, ne? Mit dem Ding hier. Oh, oh. Mixer kenne das nicht. So, wo ist der eine Raum? Da ist das. Punkte. So, hier sollen irgendwo Fische sein. Ah ja, hier hinter, ne? Und irgendwie sollen wir hier die Anzahl irgendwie hier sagen, welche Reihenfolge ich drücken muss. Als der Fische soll irgendwie sagen, wie viele ich runterrücken muss oder auf. Ja, da ist einer oben getrennt und eine andere ist, die anderen sind da unten. Ne? Ne, ich glaube, das ist schon mehr so Dekoration. Ich weiß nicht, wie mir das hier sagen soll, welche Nummer ich hier. Vor allem, die sind ja irgendwie nicht an den Schaltern hier irgendwie so ausge. Und ich habe ja jeden Schalter jetzt schon ausprobiert, so. So, alle sind auf 2, alle sind auf 1 und so, hat ja nicht funktioniert, ne? Ich kann ja, weil einer oben ist und 2 sind unten, vielleicht 2 auf 1 und 2 auf 2. Ja, so nicht. Man hätte ich ja auch letztendlich irgendwann mal lösen können. Nee. Ich gucke mir noch mal einen Kommentar an. Nee. Könnten nicht die Fische in den Tanks ein Hinweis sein? Da sind so Fische in den Raum und einige von denen sind orange. Beispiel: Der zweite Fisch von oben ist orange. Also muss die zweite Lampe angemacht werden oder so. Sind aber, glaube ich, alles die gleichen Farben, oder? Nee, ich glaube, das ist mehr so Dekoration, wenn ich ganz ehrlich bin. Außerdem weiß ich ja nicht, welche, was das hier für einen Einfluss hier auf die Türen hat, ne? Ich bin mir nicht sicher. Ne, ich bin mir nicht sicher. Ich weiß es nicht. Also ich komme jedenfalls nicht drauf. Ich habe schon alle Knöpfe auf 1, alle Knöpfe auf 2, alle Knöpfe auf 3 und so. Das habe ich schon alles ausprobiert. Irgendwann mal. Hat nicht funktioniert. Also keine Ahnung. Also ich weiß es nicht.
So, bist du neu? Rungans, ein furchtloser Krieger. Wirsek. Die habe ich auch schon geredet. Warum hast du noch? Die wieder alle ableuchten. Ich weiß nicht. So, ist auch egal. Wir müssen so oder so noch mal jetzt zurück irgendwann, ne? Kümmern wir uns dann irgendwann darum. So, wir gehen jetzt erstmal nach Tatooine. Und zwar Mos Espa. Wir schauen uns da noch mal um, was wir jetzt mit unseren jetzigen Charakteren so machen können, ne? Das wollte ich sowieso machen, ne? Nach mal Coruscant. Hoffentlich nur in dieser Folge, dann können wir schon wieder weiter in der Story machen, ein bisschen, ne? Weil wir müssen einfach mehr Charaktere und so freischalten, um irgendwie alle möglichen Sachen freizuschalten, ne? Alle möglichen Rätsel, um mit allen Rätseln zu interagieren und so. Ich habe das Podrennen offscreen noch mal gemacht und alle Sachen da freigeschaltet. Kann man hier irgendwo sehen? Hier, ne? Schießstand abgeschlossen. Geschichtenlevel. Da steht jetzt nicht, was man ja ist. Ich nehme mal, dafür irgendwo anders angezeigt. Aber ja, ich bin da reingegangen und habe da alle Dinger eingesammelt. So, kann ich mit dir reden? Okay. Also ja, ich habe noch Podrennen gemacht, habe noch mal alles eingesammelt, was eigentlich bedeutet, ich bin eigentlich in jeden Felsen da reingecrashed, ne? Bis ich dann irgendwie alle Sachen gesammelt hatte. Ich habe diese Schlacht von Naboo noch mal gemacht hier, wo wir mit Anakin durch die Gegend gedüst sind im Weltraum, ne? Und habe da das Rennen gemacht, womit ich hier Probleme hatte. Da hatte ich übrigens offscreen auch noch Probleme mit, also das war voll nervig. Aber ja, da habe ich auch alles eingesammelt und ja, Darth Mauls Level habe ich noch nicht gemacht. Hier die Schlacht von Naboo, wo wir mit Jar Jar und Co. gespielt haben, habe ich auch noch nicht gemacht. Da kann ich nicht interagieren mit. Und ja, da haben wir auch noch ein paar Steine ausgemacht. Ich habe gerade gesehen, ich habe, glaube ich, 15. Ne? Kann ich mir da irgendwie was Cooles holen für? Ich will, glaube ich, sparen, um, wo ist es? Ich weiß es nicht mal. Wo sind das jetzt schon wieder? Warum ist denn jetzt das schon wieder? Hat ja, ne? Steinchen mal zwei. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwas bestimmtes, ne, die blauen sind. Ne, warum ist da noch rot? Kann mit anderen Steinchen Boni kombiniert werden, um mal halt noch mehr Punkte zu kriegen, ne? Ich glaube, da werde ich mir irgendwann holen, aber da muss ich erstmal 1 Million holen, ne? Weil da brauche ich auch keine Punkte für, sich gerade. Okay, cool. Das heißt, ich kann ja von irgendjemandem was hochleveln. Ich wollte die Bewegungsschwierigkeit, glaube ich, erhöhen, ne? Schnelleres Spinden, ja. Damit wir halt einfach schneller unterwegs sind, ne? So, da ist ein Stein. Was zum? Ja, hier geblieben. Ah, ich kann schneller sprinten. Hopp. Wo bist du? Ah, nein, ich habe ihn verloren. Cool. Nein, ich habe ihn verloren. Ein Suchtdruide sorgt auf dem Markt für Chaos. Ich bin sicher, alle Beteiligten wären froh, wenn sich jemand darum kümmern würde, aber nicht ich. Gewalt zwischen Druiden halte ich nicht aus. Preach, Brother, preach. So, hier hat schon alles, ne? Also, was ist denn jetzt schon wieder? Hier ist schon wieder was. Ich weiß, wo ich Kopfgeldjäger, ey. Also ja, da wird ja wahrscheinlich die letzte Erkundungsfolge sein, außer es dauert noch ein bisschen länger, vielleicht wird es ein bisschen länger dauern, ich weiß es nicht. Aber ja. Oh, guck mal hier. Ups. Der ist irgendwo in die Menschenmenge reingefallen. Boom. Paket empfangen. Aha. Also ja, cool.
So, wo ist denn jetzt der eine Typ? Den habe ich jetzt voll aus den Augen verloren. Jetzt auch noch was zum Interagieren. Da ist er. Kann ich eine Granate auf den werfen? Was am Weg, Leute? Na, warte, dich halt ich. Dich bald im Auge, Mann. Herr Riem. Herr damit. Oh, der hatte mal so eine kleine Kurzschluss. Herr geblieben. Was zum? Deswegen haben wir ihn ja weggenommen. Oder meinst du dich? Okay, so haben wir natürlich. Ja, schon direkt zwei, nein, nicht direkt auf die Zivilisten zielen. Ich mag mit den Druiden hier rumzuspielen. So, cool. What? Also gut, dann gucken wir mal. Hier ist noch irgendwas. So, ja, da sehe ich mal Jar Jar Binks. Nix ist ein Jar Jar Binks. Nix ist euer Diener. Oh, nix ist Experte für das. Das ist nicht das, was ich machen muss, ne? Hey, das ist ein Terminal, ne? Oh. Ah, oh. Aus dem Weg! Okay, also hier in Tatooine läuft es gerade, finde ich. Finden wir ordentlich viele Sachen. Hey, Nackbar. Jar Jar Terminal. Na klar. Training. Pudding. Ja. So, eure Theorie, ne? Darf Jar Jar. Wahr oder nicht wahr? So, hier haben wir schon 47%. Oh. Ah, mal schauen, kann ich hoch. Oh. Ich finde es natürlich sowas von wahr. Ich meine, offensichtlich, ne? Also über die Sachen kann man noch nicht reden, weil wir sind noch nicht so weit in den Folgen. In den Episoden meine ich. Also gucken wir mal. Da. Ich überlege gerade, wann wir neue Klassen irgendwie so freischalten an Charaktere, ne? Kopfgeldjäger brauchen wir, das heißt mit Sicherheit hier Jango Fett wird wahrscheinlich Episode 2 irgendwann freigeschaltet werden, ne? So, was ist hier? Das spätestens Jango Fett wird dann irgendwann hier. Boah. Was ist das denn? Hat das aufzuheben? Dafür brauche ich irgendwie Kopfgeldjäger. Ja, weiß nicht, hier Schrottsammler wird mir als einziges nur Ray einfallen, ne? Ich habe natürlich hier DLC Charaktere, aber ich will die natürlich nicht benutzen, wir mal, wenn die noch nicht offiziell irgendwie freigeschaltet worden sind, ne? Also will ich das natürlich auch nicht mal, das ist ein Schalter, den ich gerade. Oh, ja, wo sind die restlichen? Die restlichen. Irgendwo. Na, guck mal hier. Set. Oh, hier. 1, 2, 4 Stück brauchte ich, ne? Das letzte ist wahrscheinlich hier, ne? Weil ich mich daran ziehen kann, ne?
Wo ist der vierte? Wo ist der vierte Mann? Ich suche einen vierten Schalter. Wo ist der? Wo kann ich ihn finden? Boah. Ich weiß nicht, wo der vierte Schalter ist. Sag mir einer, wo der vierte Schalter ist. Damit meine ich natürlich nicht, sag mir, wo der vierte Schalter ist. Ich werde das schon finden. Aber trotzdem. Wo ist der vierte Schalter? Da war ich hier schon drin. Warte mal hier. Mein fetten Internet fertig gemacht. So. Hi. Ich brauche mich die ganze Zeit mit Charger herum. Oh nee, nicht wieder. Nein. Nein, Nachricht bekommen. Master ist gerade zu Hause angekommen. Weil ich heute jetzt so eine Vorstellung hin. Unbekannter Fehler. Weil mich heute zu einer Comedy-Vorstellung gefahren hat, der Liebe. Sascha Grabbel, hier der Puppenspieler. Der mit der Schildkröte, ne? Habe ich freundlicherweise gefahren, weil der lustig. Am liebsten mochte ich den Fisch. Ja, übrigens, falls ihr irgendwie hier so hin und wieder mal überhaupt keinen Sound habt, ne? Der Grund dafür liegt daran, wegen Office, naja, ich glaube, es ist ein bisschen offensichtlich, ne? Wegen Copyright Musik und so, ne? Und ja, weiß nicht. Damit ich jetzt nicht hier für extra für ein paar Sekunden. Es sind in den meisten Fällen immer so ein paar Sekunden, die irgendwie hier so. Die hier immer irgendwie so fehlen, ne? So, warum kann ich da rein mit ihm, wenn ich sowieso nicht das Ding aktivieren kann? Also wenn ihr mal hin und wieder so 10 Sekunden lang irgendwie hier so Totenstille seht, ne, dann wisst ihr Bescheid, ne? Das liegt daran, weil. Das war äußerst unangenehm. Weil das Spiel halt irgendwie, weil nicht kopiert geschützte Musik und so hatte, ne? Ich fand das irgendwie witzig, ne? Ich habe ja Duel of the Fates und so gespielt, ne? Mit Darth Maul und so. Und mit dem gesamten Lied gab es kein Problem, aber irgendwie so 10 Sekunden irgendwie. Da waren irgendwie so 10 Sekunden in dem Video, dass wieder irgendwie YouTube nicht gepasst hat. Und genau dem habe ich dann runter. Genau die habe ich natürlich entfernt, ne? Aber so. Ob da sehe ich was. Ah, guck mal hier. Was hat Ding? Oder Ziel irgendwie so durch Wand gesehen. Also wenn irgendwann mal so zufällig irgendwie so 10 Sekunden oder so fehlen und es waren wirklich nur 10 Sekunden, ne? Das gesamte Lied von Duel of the Fates, also das gesamte Lied war das jetzt nicht, hier ist das, alles klar. War das jetzt nicht, aber es waren so 10 Sekunden, die irgendwie gar nichts mit dem, das war irgendwie hier so, ich glaube, das war so, wo die Dings waren, wo die Gungans gekämpft haben, ne? Irgendwie so, ich weiß auch gar nicht mehr. Aber irgendwo waren 10 Sekunden, die YouTube irgendwie nicht gefallen haben und die muss ich halt stumm schalten, ne? Und da habe ich halt gemacht, ne? Also wie gesagt, wenn ihr irgendwann mal so 10 Sekunden absolute Stille hört, ne? In irgendwelchen zufälligen Momenten des Videos, dann ja, dann
liegt das daran, weil ich das auf YouTube hier stumm schalten musste, ne? Ich kann das entweder rausschneiden oder komplett stumm schalten, ne? Das sind meine beiden Optionen, ne? Und ja, ich entscheide mich dann natürlich stumm zu schalten, weil ich sag, wenn ich das einfach komplett wegschneiden würde, dann wäre das irgendwie komisch, ne? Also ja, das ist die Erklärung dafür, ne? Also ich werde das jetzt nur einmal erklären. Hier, man, ihr wisst das dann beim nächsten Mal. So, wo sind die letzten, wo ist der letzte Schalter hier für gibt's jetzt fertig? Kann doch wieder nicht sein, ne? Das ist ein Rätsel, müsste ich jetzt eigentlich lösen können, ne? Oder brauche ich nur drei? Ne, ich brauche vier. Ist doch nett. Ja, ich kann schwören, ich bin noch hier reingegangen, Freund. Boah. Dieses Spiel. Es hasst mich. Es hat mich getan. So. Cool. Also wir machen ja hier in, ich wollte schon wieder viel sagen. Wir müssen erstmal machen Fortschritt, finde ich. 52. Wir haben uns fehlen noch 10 Stück. Das ist gut. So, bin ich hier reingegangen? Hier ist irgendwo noch zum Reingehen sich. Gucken wir mal. Irgendwo kann man hier rein. Mit einer? Nee. Ich dachte, da lag jetzt einer. So, was? Was? Oh. Was sind diese Dinge eigentlich? Ich glaube, Datenkarten. Ja, ist klar, aber. Hier, meine kann ich dann für die Bonus nur ausgeben, ne? Okay, cool, haben wir auch einen von denen gefunden. So, hier machen wir Fortschritt, finde ich. Hier finden wir relativ viele Sachen gerade. Ah, warte mal, hier noch. Ist das hier Anakin's? Das heißt Anakin's, ja, mit Anakin's. Ja, dieses Lied war auch irgendwie kopiergeschützt. Da muss ich auch irgendwie stumm schalten. Aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht wieso, ausgerechnet dieses Lied. Aber ja, irgendwie so die Musik in Anakin's Werkstatt oder so war irgendwie kopiergeschützt. Hier dieses. Okay. Also ja, da muss ich ein bisschen schneller. Ich habe schon wieder die Musik so ein ganz klein bisschen runtergestellt. Aber ja, ich weiß nicht, wonach das Spiel geht so. Aber ja, manchmal gibt es halt Sachen. Da war ich ein Protokolldruide. Ja, wo soll ich das wissen? Ne, nee, ich meine Schatz und damit nicht mein Problem. Du kommst nicht ran. Na und? Wo dahin? Ich will nicht die ganze Zeit mit Charge hier rumspielen. So bitten zeugt von Stärke, nicht von Schwäche. Oh. Mach mal da, Schalter. Das ist. Das Bösewicht, das Bösewicht, also. Du musst da hoch, ne? Seit dem letzten Software-Update kann ich damit umgehen. Okay. Das sieht so aus, als müsste irgendwie so eine Plattform oder so hochheben. Boah. Kannst du die hochheben? Oh, guck mal hier. Habe dich gesehen. So, nein. Reicht das von meine aus? Ganz besonderen Fähigkeiten werden hier sehr nützlich sein. Boah. Okay, ist ja egal, ob das. So, noch ein, glaube ich, ne? Ja. Nein, nicht da. So. Kommst du da noch hoch? Ja, nein. Boom. Ausgezeichnet. Rechts, oben, unten, rechts. Rechts, oben, unten, rechts.
Boom. Cool. Paket empfangen. Yay. Stapelung in der Siedlung. Und da haben wir auch noch einen. Oder? Da ist schon wieder. Da ist schon wieder Schrottsammler. Das kriege ich noch nicht. Oh, was ist das hier? Also. Oh Gott, oh Gott. Gott. Oh Gott. Nein, lassen wir es. War schon wieder. Ich fühle mich gar nicht gut, seit ich die Milch der Schwarzmittel gekostet habe. Wäre es nicht alles mögliche freiwillige Zeug, aber das war es eh, bis ich das hier gegessen habe. Okay, ich weiß nicht, wie mir das irgendwie helfen soll. Aber okay. Kann gar nicht springen. Ich weiß nicht, so hoch. Ja, schon gut, dass die ganzen Sachen jetzt hier auf der Karte notiert sind, ne? Macht's irgendwie einfacher. Ja, jetzt einzusammeln. Ah. Nein. Jetzt bin ich da hoch. Ja, danke. Ja, hier oben war irgendwie was. Hm. Ja, wer weiß, ob wir heute nur noch kosten kommen. Ich weiß es nicht. Ups, da bin ich auf R2 gekommen. Pack das Ding rein. Nein, ich wollte nicht, dass du mal kaputt machst. So, nee, da war ich doch gerade. Boah. Okay, wir sind aber eine halbe Stunde jetzt hier rumgerannt. Ich würde sagen, wie gesagt, wir können sowieso noch nicht alles hier einsammeln. Deswegen sage ich, gehen wir nach Kostend. Haben wir schon mal hier das abgeschlossen, also abgeschlossen im Ausrufezeichen. Und dann machen wir uns auf den Weg nach Kostend, ne? Oh Gott, 38, 423. Ja. Aber ich war schon bei 7%. Also ja, wird was, ne? So, ich weiß, eine halbe Stunde in Tatooine erkunden, halbe Stunde hier erkunden. Und nicht mal eine halbe Stunde, ne? Wir waren erst noch auf Feed und so. Hey, da sehe ich doch schon direkt was. Da. Komm ich denn da hoch? So. Alter. Das sind schon wieder verpasst. So, da brauche ich meinen Held erstmal. So, gehen wir mal Padme. Keine Lust, die ganze Zeit mit Jar Jar rumzulaufen. Nur so viele andere. Ja, Wrecker, das sind doch hier der Bad Batch, ne? Den ganzen Klonkrieger, die irgendwie defekt sind oder so. Wo ist die denn jetzt? Ja, das Problem ist, die sind immer hier alle so. Komisch. Angeblich hat mir immer noch. Jetzt hat Padmes originale Stimme hier von dem Film. Auf dem Weg ist jedenfalls. So, hätte ich nicht erkannt. Ja, so angeblich die gleiche Stimme sein. Ich weiß es nicht. Wie lange ist es her, seit ich die Folgen auf Deutsch, die Episoden auf Deutsch geguckt habe? Ich lebe ausschließlich nur noch von Memes. Kenne die doch gar nicht mehr auf Deutsch. Das sieht aus wie so ein Blattstein irgendwie von hier aus. Hier ist irgendwie der Blatt drinnen, ne? Hey. Du sollst eigentlich noch gar nicht hier existieren.
Moment, hier noch. Kann ich da interagieren? Dann sind wir da unten. Ich bin schwer, da war ich schon mal. Habe ich da nicht R2 oder so? Bauen. Ich schlage vor, dass ich das erledige. Nein. Na, kann ich wieder nicht. Aber ja, Stimme kommt irgendwie bekannt vor. Ist wohl irgendwo anders noch, glaube ich, ne? Ja, Kaus haben wir auch noch gar nicht erkundet hier komplett, ne? Wir haben nur einige komische abgedeckte Stellen hier, die ich aufgedeckt habe. Aber hier sind nirgendwo Steine. Ich weiß auch nicht, ob wir im Laufe des Spiels auch oder im Laufe der Episoden, ob wir irgendwie noch andere ältere Planeten noch mal besuchen werden, ne? In Episode 2 kehrt ja Anakin auch zu Tatooine zurück. Und Anakin und Padme gehen nochmal auf Naboo zurück. Es ist immer etwas beunruhigend, Truppen im Bezirk zu sehen. Die sehen nicht aus, als wären sie auf Urlaub hier. Ich frage mich, was los ist. Warte mal hier noch. Das ist Schnellreise. Da ist ein Schlüssel irgendwo auf der Karte. Schlüssel. Lass ich mal meine Knarre rausstrecken, damit ich sehe, wo ich hin muss. So, ja, weil bin ich da nicht mal hochgegangen irgendwann? Ich kann schwören, ich bin da schon mal hochgegangen, ne? Wo gehst du denn hin? Hallo? So, aber ich freue mich schon, wenn wir hier so viele Charaktere freischalten, ne? Ja, auch dazu, ne? Charaktere zu sammeln. Das dauert nur einen Moment. Ich bin ja schon mit Urgestein von Charakteren hier rumlaufen, ne? Mittlerweile. So, Padme, da bist du auch schon erreichen können, oder? So, da ist auch gegangen, ich weiß da gar nicht. Ne, bin ich nicht. Meiner. Ich werde es dem Senat vorlegen, damit wir endlos darüber diskutieren können, ohne etwas zu unternehmen. Ja, so wie die Jedi. Alles klar. Hüter des Friedens wird sind. Und nie mit irgendwas einmischen, wir tun. Das ist so eine geile Szene hier in Episode 1, wo Anakin wortwörtlich fragt, so, wo Anakin Qui-Gon fragt, so, seid ihr hier, um die Sklaven zu retten? Und Qui-Gon sagt einfach, nö. Seid ihr hier, um die Sklaven zu befreien? Nee, geh weg, fass mich nicht an. So, ich weiß nicht, wo der Schlüssel hier ist. Muss ich mal mit erhebter Knarre hier rumschauen. Das ist irgendwie ein Schiff auf der Karte. Ich habe das irgendwie unter mir, ne? Was ist das hier eigentlich? Das habe ich im Senat noch nie gesehen. Okay, was ist das hier? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was soll man den hier machen? Roger, Roger. So, nein. Seit dem letzten Software-Update kann ich damit umgehen. So, oben, rechts, oben, unten. Oben, rechts, oben, unten. Dann kommt der Schlüssel raus. Oh, da kann man rein. Dafür brauchen wir einen anderen Druiden. Ich beherrsche über 6 Millionen Kommunikationsformen. Falls das hilft. Ich kann hier sicherlich behilflich sein.
Oder nicht jetzt? Hast du meinen schwarzen Schlüssel gesehen, 9PO? Warum ignorierst du mich immer? Sieh nur, ein neuer Kunde. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Wie kann ich behilflich sein? Und da sind sie. Kannst du ein wenig rücken, 9PO? Du stehst da genau vor dem Sicherheitsgitterschalter. Das habe ich so ignoriert. Das war äußerst unangenehm. Da war ich jetzt mal. Ah, ne, ich muss den Schlüssel herausfinden. Okay. Unterkunft in Turnroll. Alles klar. Das wird schon irgendwie irgendwann nützlich sein, ne? Ey. Oh. So, fass das nicht an. Warum meint er halt mit dem Hintern untergedrückt? Ja, aussteigen. Oh nein! Was habe ich getan? Verflucht sollen diese Metallinstrumente des Unheils. Ein Kunde, seid gegrüßt. Wie kann ich euch an diesem schönen Tag behilflich sein? So, schon wieder ein Android. So, drehen. Perfekt. Ja, was ist das denn? Hä? Meins. Eine wahre Kostbarkeit. Oh, ich habe ein Schiff reingeschaltet. Ja, muss ich natürlich jetzt wieder kaufen. 100.000. Was sie eigentlich mit Kreis? Einfach eine Knarre ziehen. Neutral B. When you push the neutral B button, he uses his gun. So, irgendwie, ich bin noch nicht fertig. Was soll's? Raus. Wie ist denn hier aus? 37%. Okay, ich weiß nicht, wie viel länger ich gestartet habe, aber ich habe das Gefühl, wir sind hier gut vorangekommen. So, gehen wir mal hier runter irgendwo. Irgendwo sehe ich, kann man hier runter. Nein. Da. Nee, da kann man hoch. Okay. Da ist ja noch. Hey, yo. Mein Kumpel Brahma hat seine Wertsachen an einem unzugänglichen, gefährlichen Ort hinter seinem Laden versteckt, um Diebe abzuschrecken. Aber wenn ihr mich fragt, fordert der Dummkopf sie damit geradezu heraus. Das habe ich schon gemacht. Naja. War nicht irgendwas, wo ich irgendjemand abschießen musste, aber ich hatte nur Anakin. Irgendwo da war da auch was, ne? In irgendeiner Ecke. Jetzt habe ich Knarren. Daher kann ich das jetzt machen. Da oben ist irgendwie was. Ballab. Ballab. Ja, definitiv sagen, wir machen dann in der nächsten Folge damit Episode 2 weiter, ne? Freue mich. So, irgendwo hier ist was über mir. Bell. Oh. Dafür finde ich keine diplomatische Lösung. Oh. Tut mir leid. Ich werde es dem Senat vorlegen, damit wir endlos darüber diskutieren können, ohne etwas zu unternehmen. Das Spiel sich irgendwie absichtlich darüber lustig. Machen die sich über irgendwelche
Meta-Witz hier lustig von Star Wars. Wir kommen damit davon, weil sie Lego sind. Hey, yo. Sicher, eine Tasse Rindentee auf der obersten Ebene kostet ungefähr so viel wie ein Wort. Mit der haben wir doch schon mal geredet. Kann ich mich noch erinnern. So, ich sehe eine Menge Steine. Irgendwo hier. Irgendwann ist hier unter mir. Es macht so Spaß, hier einfach nur so rumzurennen und einfach Sachen zu suchen. Ne? Ups. Ich habe ganz ehrlich gedacht, da war irgendwie was zum kaputt machen. Ich meine, ist es auch, aber. Ich habe R2 da draußen. Frag mich, warum tun wir die ganze Zeit hier Astromech-Druiden hier hinterher? So, das Gebiet hatte ich noch nicht erkundet. So, wo ist denn bitte ein Stein? Auf der gleichen Höhe hier, das hier, ne? Wo denn? Ich sehe nichts. Moment, ich nix sehe hier. Ja. Wir müssen nicht abstimmen. Ich mache es. Au. Zeit für etwas aggressive Verhandlungen. Vergiss du mal. Hier gut, dass ihr einfach so Trampolins hier in der unter der Stadt versteckt sind. Eine wahre Kostbarkeit. Sehr cool. Na, wie komme ich hier wieder raus? Oh, der Trampolin. mit was für ein Gerät, das mir erlaubt, größere Höhen abzuschließen, werde ich wohl hier wieder rauskommen. Wenn es doch nur etwas dieser Welt geben würde. Ist die Technologie in dieser Welt, diesem Planeten überhaupt schon so weit? Man weiß es nicht. Hier das Verbesserungsmenü in dein Holo-Projektor aus. Ist das, was ich gerade gefunden habe? Der Holo-Projektor, weil mir irgendwie, dass ich hier irgendwie was habe. Sammeln wir dich hier wieder. Oh, wenn ich mal wüsste, was ist, ne? Ich weiß nicht, warum ich halt immer wieder vergesse. So, hier ist. Boah. Datenkarten. Was ist denn das? Holo-Projektor. Ja. Okay, ich weiß nicht, was das hier ist. Ja, Verbesserungsmenü in dein Holpack da aus und deinen Keimstein neue Fähigkeiten. Für meine Charaktere oder so? Nee. Will ich nur sammeln. Ich wollte in der Regel jetzt mal so 15. Was haben wir hier? Steine, kommt raus oder ich bringe euch alle um. Wenn ich rauskomme, bringe ich ja jeden einzelnen um. Jetzt kann ich hier das außerhalb. Ja, das war Crates Logo. Ne? Ups. Da gab es immer Punkte in Jedi Power Battles. Zeit für meine Rückkehr ist also gekommen. Ich habe gerade gesehen, wie ich mit dir was machen konnte. Nee, ich will da hoch, ne? Irgendwie will er nicht da drauf packen. So, hey, hier war das.
Hier war mit dem Schießen, ne? Wie mache ich da noch mal O? Da. Warte mal, schnell zielen. Haha. Ich werde es dem Senat vorlegen, damit wir endlos darüber diskutieren können, ohne etwas zu unternehmen. Ist ja noch immer dort gleich. So. Hey, warte mal, warte mal. Kann ich da rein? Nee. Ja, aber dann geh du da auch. So. Nein, ich habe es noch gerade geschafft. Ich habe es auch gerade geschafft, Mann. Ich habe es auch gerade geschafft mit Padme. Ich hab's doch gerade geschafft, Mann. Ist irgendwie zu rutschige Schuhe, Maul. Das gibt's jetzt nicht. Hab's doch gerade mit dir geschafft. Boah. Gibt's ja noch so ein Ding hier für. Also warte, ich kann auch den hier machen. Glaube ich auch so hoch, ne? Ich glaube das so, ne, ne? Nein. Nein. Aber die Dinger kann ich auch da einpacken. Ja, super. Nein, bleibt doch Face hier. Alter. Ich hab's doch gerade mit Padme geschafft, da gibt's jetzt nicht, man. Jetzt sehe ich sicher, man soll das nicht so machen. Was wollte ich hier auf dem Sau so ein Ding? Hier auf die Seite. Boah, jetzt komme ich hier wieder nicht hoch. Boah. So. Nein. Runter. Nein. Runter. Warte, jetzt war ich. Ob ich das bringt. Nee. Oh, du sollst in der Luft springen und dann da. Boah, das gibt's jetzt nicht. Ah. Aggression. Ah, geh da hoch. So, aber ist das andere Teil? Kann ich das da einpacken? Jojo, bleibst du gefälligst hier, Mann? Aber ich spinne. Oh mein Gott. Für mich ist das ein Kinderspiel. Hm. Irgendwie hakt er die Dinger aber nicht da fest. Weil es da, da kann man sich festhalten, ne? Okay. Ich glaube, ich bin ja schon mal hochgegangen, ne? Ich hab jetzt nichts. Hier ist auch noch ein Stein irgendwo. Gut, dann nicht. Oh, 18 Steine fehlen mir noch. So, aber erst mal 10 Minuten da rumgeeiert, ne? Weil wir nicht wussten,
oder machen müssen. Komm mal, irgendwo finde ich noch einen. Über mir sind voll viele, glaube ich. Oder unter mir, keine Ahnung. Na, keine Sorge, ist nur ein Sith Lord. Ist nur ein Dark Lord of the Sith, der vorbeiläuft. Na, keine Panik, kein Stress. Na, lass mal hier hin. Ah. Ich dachte, das wäre ein Ex, aber nein. Natürlich ist was. Weil ich daran gedacht habe. Ich habe gedacht, dass irgendwas ist. So. Oh, cool. Ich kann mit der Macht einfach machen. Cool. Das gegen die Jedi einsetzen. Ich werde das den nächsten Jedi gegen den Kopf werfen, ja. Den Mist habe ich auch schon mal gemacht, ne? So, aber was ist denn hier noch irgendwas nicht? Hab ich auch noch eine ganze Gegend nicht erkundet. So, oh, da ist irgendwas zu interagieren, glaube ich. Ich weiß, ich habe vergessen, was diese Dinger bedeuten. Ach ja, zu den Dinger, nehme ich immer eine Menge erledigen muss, ne? Okay, einmal zerstören, kein Ding. So, zwei. Mehr markiert, also gerade auf mich zugezogen und nicht zerstört. Verstehe manchmal nicht, warum der manchmal den Machtstoß macht und manchmal die Gegenstände an der Rand zieht. Manchmal zieht er nämlich das Ding an sich heran und manchmal macht er einfach kaputt. Na, und jetzt nicht so, dass ich irgendwie gedrückt halte oder irgendwie so, ne? Könnte man ja auch meinen, ne? Hat irgendwie daran liegt, ne? Aber ne. Das war schon verdächtig, ich wusste es. Außerdem habe ich den Ring gesehen. Das von den Jedi? Nein. Gut. Ne, da waren die nicht. Hey, wir haben schon ein Zehntel. Ja, schon 10% von allen Dingern hier eingesammelt. Cool, ne? Ich hatte auch irgendwie was mit 7%, als ich heute angefangen habe, ne? Was irgendwie so ein Verlauf hier, so eine Prozentanzahl von was du alles gefunden hast, nehme ich an. Auf dem Spielstand. Und ich war bei 7%, 7, irgendwas. Ey, ihr seid hoffentlich hier, um dieses Ding mitzunehmen. Der Senat hat meine Beschwerden wegen der miserablen Granate einfach ignoriert. Nach dem Vorfall mit dem Blaumilchshake bin ich persona non grata. Okay. Ich bin zu mächtig für solch Kram. Was? Dann mache ich daneben. Schicke Statue. Das ist und boom. Ich weiß nicht, was der Druide damit anfangen soll, aber egal. Propaganda einlauf. Ah, mein Lieblingswort, das dessen Name ich immer vergesse. Ich wünschte, ich könnte in den Jedi-Tempel gehen. Ich höre, da tragen alle Bademäntel. Und es ist eine einzige große Pyjama-Party. Oh ja. Die Jünglinge stehen auf Java-Partys. Wenn sie zum Sterben schön. So, was ist hier los? Schiff. Großartig! Wieder ausgesperrt! Nun, zum Glück habe ich eine Ersatzfernbedienung. Oh,
nehme an, wenn jemand so ein Schiff über den Kopf hat, dann also gut, das hat nicht funktioniert. Dann schalte ich dieses Schiff frei. Ne? Da geht, verkaufe ich heute kein einziges Schiff mehr. So, folgen wir mal das Ding, ne? Wir machen das mal auf, wenn wir können. Ja, vielleicht. Das habe ich im Senat noch nie gesehen. Sag mir, da nicht hochkommst, ne? So, oh. Warum? Warum können nur Kopfgeldjäger mit Gold hantieren? Wird gleich ein Problem. Okay. Ja, fehlt gab's auch irgendwie jemand, der irgendwie den der Raumschiff von Darth Maul irgendwie mir andrehen wollte, ne? Der hat mich immer so angesprochen mit hey. Ja, 14 Dinger fehlen hier noch. Ja, ich würde sagen, mehr können wir ja nicht raushauen, ne? Wir können natürlich noch in den Jedi-Tempel reingehen und so, ne? Oder im Palast von Feed bin ich auch nicht reingegangen, hätte ich auch noch mal reingehen können, ne? Da, guck mal. Ist auch noch was. Komm ich da hin? Dahin. Oder dahin. Irgendwie da hoch. Ist irgendwie da hoch. Oder wie? Irgendwie muss ich da hoch. Nur wie? Wie komme ich da hoch? War ich hier schon drin? Ich glaube ja. Was zum? Hallo? Ihr dürftet noch gar nicht existieren. Oh, wie komme ich denn da hoch? Wird da irgendwie gehen, von irgendwie oben runterfallen lassen oder so? Irgendwas aufbauen hier, das lösen wir ja noch. Pass auf. Außer wir lösen das nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Ah! 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 Ja, mich definitiv auch noch mal selber irgendwie so offscreen umschauen, ne? Und dann das nächste Mal, wenn wir irgendwie so eine Erkundungstour machen, dann auf zurückkommen. Ja gut, ich sag dann mal, das war's für heute, ne? Beim nächsten Mal schnappen wir uns da dieses kleine Ding hier. Ich schlage vor, dass ich das erledige. Ein so ein Ding, ja, in dem man sich hochziehen konnte. Ich glaube, ich den auch noch kaputt mache. Ja. Da lang, ne? Ja. Und ja. Durchschlängeln dabei, was ist das? Ich da durch. Ja. Wow. Cool. Und meiner. Eine wahre Kostbarkeit. Cool. Na, dann war fast 50%. Okay. Das nehme ich. So, wenn wir schon mal dabei sind, kann ich mir irgendwie hier so Fähigkeiten noch holen. 16. Oh ja. Wir tun noch mal meinen Sprint erhöhen. Nein, ich kann das nicht. Ich brauche 20. Bausets brauche ich nicht. Da muss ich ja holen. Red Steinchen, wenn du den Kampf erfolgreich konterst, das habe ich noch nie hingekriegt. Angriffskraft von Schiffe, das ist jetzt nicht so wichtig. Mehr Gesundheit ist auch nicht wichtig. Angriffe durch Lichtschwerfer. Schwerter Blaster.
Gesundheit, Wiederherstellung. Also Sachen, die ich gar nicht brauche, man. Okay, Angriffe werden erhöht. Praktische Kontrolle werden stärker und fügen nahe. Vielleicht auch an jene Gedanken, die und Panik wird vergrößert. Sachen, die ich gar nicht brauche. Ich brauche so Sachen, die irgendwie mehr Steine und so geben, nehme ich an, ne? Zum Nach habe ich noch nicht, Schurke habe ich noch nicht, Kopfgeldjäger habe ich noch nicht, Bösewicht habe ich. Ja. Dunkle Seite. Ja, ich werde aber nicht so oft dunkle Seite Charaktere in der Story spielen, ne? Gut, dann sammeln wir. Ich werde dann für den Sprint hier weiter sammeln, ne? Alles andere ist jetzt eigentlich nur Luxus, ne? Ich habe jetzt eigentlich all die wichtigen Sachen geholt, mit denen wir uns hier das Spiel einfachen, finde ich. Na gut, dann würde ich sagen, wir machen beim nächsten Mal mit Episode 2 weiter, ne? Und gucken dann mal. Der Stein ist unter mir. Der Stein ist hier drunter irgendwo. Da. Stimmt, das hatte ich mal gesehen. Aber da hatte ich auch niemanden zum, der da hin konnte, ne? Gott. Okay, das funktioniert auch. Oh Gott. Ich werde es dem Senat vorlegen, damit wir endlos darüber diskutieren können, ohne etwas zu unternehmen. Jetzt haben wir 50%. So, 12 Dinger fehlen noch. Damit kann ich leben. Dann wir haben immer noch 7,72% hier erst abgeschlossen. Gut, aber beim nächsten Mal geht's dann weiter mit Episode 2, ne? Wo wir die Story weiter fortsetzen, ganz offensichtlich, ne? Wir treffen einige neue Charaktere, wir treffen einige alte Charaktere, die jetzt mehr oder weniger neu sind, weil die halt jetzt ein bisschen erwachsener geworden sind. Ich weiß gar nicht mehr, was der Zeitsprung jetzt zwischen Episode 1 und 2 war. Ich glaube so weniger als 10 Jahre. Ich glaube irgendwie so 7 Jahre oder so. Vielleicht war das irgendwie so weit, ne? 5, 7 Jahre, glaube ich, weiß ich nicht. Aber ja, wir sehen dann, was da ist so passiert, ne? Ich freue mich. Gut. So, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar oder alles zusammen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.